So, dann herzlich willkommen zu einer kurzen Einführung in das Programm Cura, der Slicer, der sicherlich sehr verbreitet ist. Und hier haben wir schon mal gleich ein Modell reingeladen. Das bedeutet, wir sind eigentlich so an dem zweiten von den drei Schritten. Wir haben im Schritt 1 schon ein 3D-Modell selber erstellt oder irgendwo heruntergeladen. Jetzt sind wir im zweiten Punkt der Vorbereitung für den Drucker, beziehungsweise eben bei dem Slicer. Und der dritte Schritt wäre eben dann der 3D-Druck. Das heißt, wir haben jetzt hier eine STL-Datei in diesem Programm geöffnet. Hier in dem Fall ist es das Matterhorn und wir sehen schon, man kann hier so schön von allen Seiten, wie man es gewohnt ist, in einem CAD-Programm anschauen. Hier der schönste Berg, wahrscheinlich einer der schönsten Berge, das Matterhorn. Und hier ist der Ultimaker 2 Plus schon als Drucker ausgewählt. Das heißt, wir haben hier wirklich genau diese Druckoberfläche, die dem Ultimaker 2 Plus entspricht. Kann man unterschiedliche Druckprofile oder Druckereinstellungen aber reinladen von diversen anderen Druckern auch. So, und jetzt, wenn ich einmal das Modell auswähle, dann kann ich hier an der linken Seite eben das Modell drehen, kann das skalieren, die Größe verändern und nochmal das anpassen. Und ich kann es natürlich auch ein bisschen bewegen. Wenn jetzt zum Beispiel noch mehrere Objekte dazukommen, kann ich die eben schön anordnen. Des Weiteren kommen jetzt natürlich die entscheidenden Einstellungen, die sich jetzt hier auf der rechten Seite in so einem Ausklappmenü darstellen. Und damit man diese noch ein bisschen besser nachvollziehen kann, wechsle ich jetzt hier oben mal in den Vorschau-Modus. Genau. Denn jetzt kann man nämlich auch sehr gut nachvollziehen, was diese einzelnen Parameter sind. Ich wechsle noch ein bisschen hier nach oben, schaue ein bisschen mehr von oben drauf. Und wenn ich jetzt an der ganz rechten Seite mit diesem Slider hier mal nach unten fahre, sieht man wirklich jede einzelne der über 90 Schichten kann man hier der Reihenfolge nach angucken. Und jetzt sieht man eben diese einzelnen Parameter. Wir hatten vorher gesagt oder schon mal irgendwo gelesen bestimmt, dass wichtig die Schichtdicke ist, die Füllung des Objekts, die Stützstrukturen und die Anhaftung an der Druckplatte. Und all das kann man jetzt eben hier auch direkt gut nachvollziehen. Also wir haben jetzt hier mit der Schichtdicke 2 sicherlich eine, ja, mittlere Schichtdicke. Ganz fein wäre jetzt so 0,1 mm. Man kann aber da durchaus sogar noch ein bisschen gröber werden. Ich denke, 0,2 ist ein ganz, ganz guter, solider Mittelwert. Dann haben wir die Füllung 10%. Das ist in dem Fall auf jeden Fall ausreichend, weil das muss jetzt nicht mega stabil sein. Dann haben wir die Druckgeschwindigkeit mit 60 mm. Das ist eigentlich so ein Standardwert. Da kann man sich ruhig an dem Standardwert orientieren. Und dann kommt die Stützstruktur, Feld hier. Da ist noch nichts ausgewählt, weil wir einfach keine Überhänge haben. Sprich, das fällt natürlich hier bei so einem Höhenmodell erstmal weg, weil Überhänge sind hier äußerst selten. Und zuletzt der Druckplattenanhaftungstyp. Ist hier das Brim ausgewählt. Das heißt, hier wird außen an dem Objekt so ein Rand hinzugefügt in der ersten Schicht. Das soll einfach dazu dienen, dass das Objekt gut auf der Druckplatte anhaftet. Genau, und jetzt kann man sich natürlich die spannendste Geschichte hier, die Schichtdicke nochmal genauer angucken. Wenn man sich jetzt hier dieses Feld mal mit einem eher flachen Anstieg hier anschaut und jetzt hier bei der Schichtdicke einfach mal 0,1 mm auswählt, wird es gleich hier neu berechnet. Und was natürlich klar ist, hier unten die Druckzeit wird entsprechend deutlich höher ausfallen, vermutlich doppelt so hoch, dann sind ja genau doppelt so viele Schichten. Und der Anstieg ist aber hier deutlich feiner. Also hier sieht man, es sind deutlich mehr Schichten, ist ja auch logisch. Also das ist ja genau das, was bei so einem Höhenmodell eben entscheidend ist. Und hier zum Beispiel beim Matterhorn, da sieht man kaum noch Schichten in dieser Darstellung. Also das ist sicherlich hier auch ein ganz spannender Parameter, um zum Beispiel diese Höhenschichten und Höhenlinien zu unterscheiden. Ich setze mich wieder zurück auf 0,2 mm und dann habe ich im Prinzip die wesentlichen Sachen hier gezeigt. Es ist natürlich so, dass da hier wirklich noch ein paar hundert zusätzliche Einstellungen möglich sind. Hier gibt es oben, ganz oben in der Menüzeile, so ein Einstellungsfeld. Da gibt es Cura konfigurieren und da kann man hier noch diverse andere Sachen auswählen und zusätzliche Feinjustierungen ausprobieren. Sicherlich ein bisschen experimentell an einigen Stellen. Sicherlich aber auch sinnvolle Sachen dabei. Da gibt es zahlreiche Videos dazu und Infoseiten, wo man mal ein bisschen Anregung findet, sich da experimentell auszutoben.
Ansonsten sind wir aber mit den drei, vier Standardeinstellungen erstmal gut bedient. Jetzt kann ich das ganze Ding hier speichern. Das wird dann als sogenannter G-Code, entweder auf dem USB-Stick, auf einer SD-Karte oder direkt per WLAN auf den Drucker übertragen. Und genau, der letzte Check hier hat ergeben, das sollte so gut funktionieren. Jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Und damit kann ich sagen, viel Spaß beim Ausprobieren und viel Spaß beim Slicen.